Ich hoffe, dass es kommt und geht. Zügig. Vorsicht! Scheiße! Und damit herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir schreiben den 24. Oktober 2022 und es ist endlich soweit. Die zweite Ausgabe der Schwalbe Gravel Games auf Zeche Ewald steht an. Und warum ich da so aus dem Häuschen bin? Na, weil ich ein klitzekleiner Teil dieser Veranstaltung sein darf. Ich habe mich dem Organisatorenteam als Guide für eine Tour durch unser Revier angeboten und sie haben zugestimmt. Und so habe ich die letzten Wochen damit verbracht, eine möglichst abwechslungsreiche Tour auf die Beine zu stellen, um möglichen Touristen die grüne Seite unseres Reviers zu zeigen. Und heute war es dann endlich soweit. Das Wetter an diesem Samstag war nicht so vielversprechend, denn der Herbst steht vor der Tür und das merkt man. Ich hatte die Tage vorher schon irgendwie schlecht geschlafen, weil ich mir Sorgen machte, wer denn da überhaupt so kommen würde. Sind es Top-Athleten, die sich bei einem 20er-Durchschnitt total langweilen würden? Wird mein Rad überhaupt halten und werde ich die Tour schaffen? Oder werde ich meine Gäste langweilen und überhaupt? Und wenn es mir schon so geht, wie geht's da wohl dem Veranstalter? Und so machte ich mich auf den Weg ins Ungewisse, auf zur Zeche Ewald. Schon war ich da. Noch war alles ruhig und ich fühlte mich hier total fehl am Platze. Der Dicke mit dem Mountainbike macht jetzt bald mit Gravel. Und die Leute, die hier sonst so auftauchten, die lebten das Ganze irgendwie alles einen Tacken mehr als ich. Aber nach einem kurzen Augenblick der Selbstzweifel dachte ich mir, ja, die hätten ja auch eine Tour anbieten können, oder? Haben sie nicht, ich aber, also bin ich hier richtig. Und als dann nach und nach immer mehr bekannte Gesichter eintrudeln, wie zum Beispiel Frauke und Lars von der Mittwochsrunde, verflog die Nervosität und der Spaß konnte regieren. Expo hier war riesig und eigentlich auch gut besucht, aber für geführte Touren war heute kaum jemand zu begeistern und so blieb mein Anmeldezettel leider bis zum Ende hin leer. Mehr Glück als ich hatte da die MTB Road an. Ihre Tour war proppenvoll und neben ihr noch mit einem weiteren Stargast besetzt, dem Paul Voss. Und dieses Gespann wollte sich irgendwie kaum jemand entgehen lassen. Aber weil Frau K. noch ein Gravelbike testen wollte, fuhren wir halt kurzerhand eine gemeinsame Runde. Und die hat auch ganz viel Spaß gemacht. Und so war der erste Tag ein schöner, wenn auch weniger erfolgreicher Tag für mich. Das konnte ja nur besser werden. Tag 2 startete gleich viel, viel besser. Die Sonne lachte vom Himmel, die Temperaturen waren angenehm, gut geschlafen hatte ich auch und meine Nervosität war weg. Kann ja heute nur noch besser werden, war mein Motto. Und als Spotify mir dann auch noch ungefragt einen meiner Lieblingssongs auf die Ohren gab, war ich mir sicher, es wird ein guter Tag. Auf dem Festivalgelände angekommen, gleich die nächste gute Nachricht. Es war heute deutlich voller als gestern und ich hatte bereits 2 Anmeldungen für meine Tour. Fantastisch und oha.
Heute wird's dann wohl ernst. Die Touren der anderen Guides waren auch schon gut gebucht und ich sehe nach und nach immer mehr bekannte Gesichter. Darunter auch langjährige Freunde, die sich dann auch gleich direkt meiner Tour anschließen. So füllt sich mein Zettelchen und ich werde doch wieder etwas nervöser. Vor der Tour bringe ich mein Rad noch zum BTB-Stand, weil ich mir tags zuvor noch einen Riss in die Karkasse meines Reifens gefahren habe und die ziehen mir gleich den neuen Riddler auf, von dem ich ja bisher eigentlich nichts gehalten habe, weil ich ihn tubeless nicht dicht bekomme. Aber am Stand ist man sich sicher, dass die verwendete Mackoff-Milch der Grund dafür ist. Sie bauen mein Bike auf tubeless um und es wird pünktlich vor der Abfahrt fertig. Und ja, mit der WTB-Milch hält der Reifen tatsächlich dicht. Dann wird es langsam Zeit für die Tour. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Alles normale Menschen mit guter Laune. Jedoch bin ich so nervös, dass es mir etwas unangenehm ist, die GoPro direkt auf die Leute zu halten, um für euch ein paar Bilder einzufangen. Anfängerfehler, ich weiß. Aber da fehlt mir halt irgendwie die Routine, noch mit Menschen zu arbeiten. Einige bekannte Gesichter sind dabei. Timo, Markus, noch ein Timo, Thorsten und das sind alles gute Freunde und Bekannte. Und dazu noch ein paar fremde Gesichter. Eine gute Mischung. Die Social Media Kanäle meiner Jungs, die habe ich dir in der Videobeschreibung verlinkt. So, ist denn hier wieder offen? Ja, ne? Ja, wir sagen, fahren wir hier los, wenn wir zusammen sind. Alles komplett? Ja, komplett. Ja, dann? Ja, genau. Wir legen los. Erster Punkt, Halter hoch, erster Ring. Ich fahre vorne weg und mein alter Freund Timo, auf Instagram Nature is Calling und ehemaliger Weggefährte bei den Guide Guys, macht mir hinten den Besenwagen. Das ist tatsächlich etwas, was ich bei allen meinen Planungen nicht berücksichtigt hatte. Einen Buddy dabei zu haben, der hinten auf die Gruppe achtet, denn sonst mache ich das immer. Danke dafür nochmal auch an dieser Stelle. I look out across the water. I smell the sun. I feel the breeze. But in my heart I hear the call of my old home, Tennessee. Though we don't know where these rivers flow or why the Nervosität verfliegt, als sich hinter mir Gespräche entwickeln und ich Gelächter hören kann. Tempo passt, Wetter passt, Stimmung passt. Und wenn jetzt noch mein Bike hält, dann wird's eine tolle Tour. Ziemlich genau nach 10,6 Kilometern hatten wir das erste Viertel absolviert. Kurz zusammengefasst, Doncasterplatz, Halde hoch, Drachenbrücke, Halde wieder runter, rüber zur Emscher, die dann bis zum Stadthafen, am Rhein-Herne-Kanal entlang bis zur König-Ludwig-Trasse, wo wir eine kleine Pause einlegen. Nur mal kurz checken, ob das Tempo okay ist und alle noch beisammen sind. Und dann ging es auch schon auf die nächste Etappe, die König-Ludwig-Trasse. Close your eyes, hear the voice within. Call it. Got under your skin, hauling. You got the white knuckles holding on a tight, keeping your feelings bottled up inside. Heading for a collision and then now, to really live, you gotta die. Breathe in, breathe out. Hey, come, come, come alive. Breathe in. Look at the colors, 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 round.
dann Kilometer 22 bei den Ausläufern der Halde General Blumenthal ein Schockmoment. Vorsicht! Scheiße! Alles gut? Lenker oder Pedale? Alles gut, aber ein Pedal. Den habe ich auch sehr flott, sehr spät erst gesehen. Ich bin rübergefahren. Alles gut? Ja. Ja, der kam so plötzlich. Ja. Ich gedacht habe. Ganz plötzlich, das Ding. Ja, ich muss allen so, ja. Sogenannter Springpoller. Ja, ja, die sind bekannt, die sind fies. Ja. Fies. Alle gesund? Ja. Schockschwere Not. Gerade noch gesagt, wie schön das ist mit dem Doppeldecker, alles so schön hier. Glück gehabt, das hätte auch mal ganz fies ins Auge gehen können. Ist es aber nicht. Und selbst wenn, wäre ich für diesen Fall wirklich ausgezeichnet vorbereitet gewesen, denn ich hatte mir im Vorfeld echt Gedanken dazu gemacht, was ich alles berücksichtigen muss, wo ich wann wen anrufen kann, um abgeholt zu werden oder wo ich die Rettungssanitäter hinlotsen müsste, wenn irgendwas passiert wäre. Das gehört halt auch alles dazu, wenn man so eine Tour plant, und das hätte ich im Vorfeld tatsächlich nicht gedacht. Jetzt haben wir gerade die Stadtgrenze mal passiert und hier wartete das Highlight unserer Tour auf uns, das Naturschutzgebiet Die Burg. Gefragt, ob Absteigen okay ist, hat der Chef gesagt, unbedingt. Ich glaube, noch kommt, jetzt kommt auch nichts mehr zum Absteigen. Geht? Es lebt. Ja, ja, es lebt. Ja, super. Haben Sie gesagt, habt viel Spaß, haben Sie gesagt. Nicht? Das Naturschutzgebiet Die Burg hat echt eine ganze Menge zu bieten. Eines der größten Highlights war gar nicht auf dem Video drauf, denn die GoPro hat gesponnen, als wir eingefahren sind. Aber wenn du neugierig bist, dann kannst du die Tour ja gerne mal nachfahren. Ich habe sie dir selbstverständlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wir sind denn hier noch eine Weile durchs Gebüsch geradelt, bevor der Trail uns über die A43 rüber Richtung Lohmühle Flughafen ausgespuckt hat. Es ist eigentlich echt schön und abwechslungsreich hier. Zu dem Zeitpunkt hatten wir ca. 28,6 Kilometer auf dem Tacho und uns sollten noch so gute 12 Kilometer bevorstehen. Wir haben uns dann noch ein bisschen über die Felder geschlichen, denn ich wollte etwas Abwechslung ins Spiel bringen und mussten uns dann traurigerweise von einer unserer Mitstreiterinnen verabschieden. Die gute Angela musste nämlich noch bis nach Daddel nach Hause und da war an dieser Stelle hier ein ziemlich guter Punkt, um rechts abzubiegen. Ja? Seid rechts, ja, ja, und fahrt dann über Mal, Herdes. Zeit für Eigenwerbung. Mein MTB ist der Account, schön, dass du da dabei warst. MTB. Mein MTB, mein Fahrrad, mein Mountainbike. Mein Mountainbike. Mein Mountainbike. Auf jeden Fall. Okay. Ciao. Gut, Angela. Das Schöne an unserer heutigen Zeit ist ja, dass man sich problemlos über Strava wiederfinden und vernetzen kann. So muss man sich unterwegs keine komplizierten Accountnamen merken, die man hinterher eh wieder vergessen hat, und kann darüber schön in Kontakt bleiben und vielleicht kommt es ja zu der einen oder anderen gemeinsamen Tour. Das mit dem Vernetzen und der gemeinsamen Tour gilt übrigens nicht nur für Angela und den Rest meiner Mitstreiter hier, sondern für alle Zuschauer, Zuhörer, Fans und FollowerInnen. Einfach jeder, der Bock auf meine MTB hat, lasst uns connecten und gemeinsame Touren fahren. Gravel, Hardtail, Enduro, alles geht, nix muss. Und ja, 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 hat da jemand Haldentouren 2022 gesagt? Da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Mittlerweile sind wir wieder auf der Allee des Wandels angekommen und haben noch so eine Handvoll Kilometer vor uns.
Um ganz genau zu sein, 5 Kilometer haben wir noch. Fassen wir die Tour also mal bis hierhin zusammen. Nachdem wir die König-Ludwig-Trasse verlassen hatten, sind wir bei meinem alten Kumpel Jesus vorbei in Richtung Altöhr. Dort sind wir dann auf eine alte Zechenbahntrasse gefahren, welche uns an der Halde General Blumenthal 8 vorbeigeführt hat. Hoch sind wir nicht, denn das lohnt sich nicht. Dann haben wir die Stadtgrenze mal passiert, wo die Burg auf uns gewartet hat. Und als wir dann wieder über die A43 rüber sind, sind wir über die Felder zurück in Richtung Herden. Auf der Höhe vom Bauer Godde sind wir dann wieder zurück auf die Allee des Wandels gefahren. Und jetzt sind wir dann auch schon fast wieder auf Zeche Ewald. Vom Doncaster Platz aus hat die Tour eine Gesamtlänge von 40 Kilometern. Und die haben wir gut in einer Stunde 58 und 59 Sekunden geschafft. Insgesamt waren wir 2 Stunden 7 Minuten und 55 Sekunden unterwegs. Und das fand ich alles in allem eine sehr gelungene Tour. Da sind wir wieder. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ja, danke. Danke für alles. Ich kusche dich noch. Geil, mach's gut. Mach's gut. Tschüss zusammen. Danke, mach's gut. Ich kusche dich auch noch. Komm her, ich muss noch mal ein bisschen was machen gleich hier. Danke, dass du dabei warst. Hat Spaß gemacht, danke. Ja. Ich hab viel zu danken. Markus, schön, dass du dabei warst. Ja, hat Spaß gemacht. Ehrlich? Ja, war cool. Freut mich. Das war meine persönliche kleine Zusammenfassung der Gravel Games 2022 inklusive Tour. Ich hoffe, es hat dir gefallen und lässt mir ein Like und ein Abo da. Vielen Dank fürs Zuschauen, bleib gesund und Glück auf!